Go, go, go. So, wir haben die weißen Steine. Was machen wir? Es wird Zeit für E4. Ich arbeite ja an meinem aggressiven E4-Repertoire. Ich komm, auf Leistung. Ich spiele einfach so wie mein Kurs. Mein Kurs kann ja so falsch nicht sein. E5. Kurs sagt so, den Bauern angreifen. Bauer wird verteidigt. Kurs sagt so, italienisch. Das ist schwarz die Wahl zwischen Läufer C5 und Springer 6. Springer 6 habe ich ehrlich zuletzt ja schon mit Springer G5 terrorisiert. Ist auf meinem Kurs. Und er wechselt die Platte, Läufer C5. Er sagt hier, keinen Bock mehr auf diesen Springer F6 Kram. Na, jetzt machen wir natürlich trotzdem Druck. Bauer nach C3, um hier schnell die Mitte zu besetzen. Schwarz soll auch jetzt den Springer entwickeln. Und dann wird auf Top-Niveau meistens Bauer nach D3 gespielt. Den Bauern verteidigen, Spannung aufrechterhalten. Aber wir spielen aggressiver. Chat hat gerade eine halbe Flasche Vic Medinight getrunken. Ich weiß nicht, ob es so gesund ist, aber ich liebe Vic Medinight ein bisschen. Ich finde den Geschmack ganz geil. Da war ich auch müde. Also ich konsumiere es nicht sehr häufig, aber ich glaube, ich könnte eine Vic Medinight Abhängigkeit entwickeln. Wir brauchen Sponsoren für den Stream hier. Vielleicht ist Vic Medina die Lösung. Ich ziehe mir vor jedem Stream eine Flasche Vic Medina rein. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist. Aber ne, das hier ist italienisch Chat. Ponziani ist den Bauern gleich hier hinzuziehen, was nicht so gut ist. So, er hat überlegt. Der Theoriezug ist immer noch Springer F6. Dann nach Bauer nach D4 wird es wild. Schwarz kann gleich auch Bauer nach D6 spielen, wenn er es nicht so wild möchte. Und dann nach D4 den Läufer zurückziehen. Aber ist ein bisschen Vorteil. Mein Computer brummt ein bisschen, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss ja immer mal auswechseln. Ich kann natürlich auch riechen, dass ich hier in der auf billige Tricksphase spielen angekommen bin. Aber muss man durch mit Schwarz. Sehe noch da. Eddie denkt nach. Springer 6, gut gespielt. Entwickelt den Springer, greift den Bauern an. Ich bin aggressiv gestimmt hier. Bauer nach D4. Jetzt bitte nicht Läufer D6 spielen. Ne, sehr gut. Er schlägt. Und hier. Wir machen links wie rechts rum. B4 ist in meinem upcoming fantastischen Kurs bekannt geworden. Durch eine Partie. Dubov gegen Kajakin. Die Dubov spektakulär gewonnen hat. Schwarz hat viele Wege hier nicht unter die Räder zu kommen. Aber es führt zu sehr komplizierten Stellungen. Chaos auf dem Brett. Also genau, was wir hier lieben in diesem Format. Läufer ist attackiert, sollte hierhin oder hierhin gehen. Es bleibt spannend. Ja, ich habe eine Verbesserung zur Dubov-Kajakin-Partie. Das war ganz okay für Schwarz. Aber steht das Brett in Flammen. Läufer nach B6, wieder gut gespielt von Eddie. Bisher ganze Partie stark. Macht nur die besten Züge. Aber wir machen natürlich weiter Druck. Hier. Springer angreifen. Springer am Rand.
Dazu ist gleich nicht in meinem Kurs. Das heißt, ich muss jetzt selber nachdenken. Keine Angst, dass ihr im Chat jemand Züge vorsagt. Ah, bisher übersehen. Sprecher 5 ist wahrscheinlich nicht so gut. Sprecher nach E4 oder Bauer nach D5 sind die besten Züge, aber natürlich kompliziertes Zeug. So, was machen wir nun? Ich könnte hier hingehen mit meinem Springer, den Kollegen angreifen und den Kollegen. Wenn dann Springer schlägt E5, dann Dame schlägt H5, droht hier matt. G6, Dame E2. Ich weiß nicht, wie klar die Stellung ist, aber ich hätte erstmal eine Figur mehr. Das kann er noch machen. Er könnte sofort G6 spielen. Springer schlägt F7, Dame E7. Auch nicht so klar, ehrlich gesagt. Springer H8, Dame E5. Aber ich kann erst Läufer G5 spielen. Das ist vielleicht gemeiner. Ich könnte auch sofort Läufer F7 spielen. König schlägt F7, Springer G5 Schach. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Ich glaube, Springer G5 ist schon gut. Greift den Bauern an. Und den Springer. Ich weiß, ich spiele ein bisschen gemein jetzt. Aber ja, die musste jetzt langsam hier, Partie 86, an das harte Schachgeschäft gewöhnen. Nichts mehr Gioco Pianissimo. Jetzt ist Gioco Aggressivimo. Na, Italienisch können wir. Ich hätte gesagt, G4, er hätte vielleicht den Springer eingesammelt, aber fühlt sich sehr wackelig an. Dann D5, gleich kein guter Zug. D5, E schlägt D-Lauf, schlägt G4. Nee, ich glaube G4, die Zeit war noch nicht reif. Ich weiß auch nicht, wie klar ich schon. Er ist nach Springer schlägt E5, Dame schlägt H5 und dann D5 zum Beispiel. Aber... Irgendwas immer. Ein Gioco Fortissimo, so sieht's aus. Chat blind spielen, nicht so weiß. Wir können nicht gleichzeitig Springer G5 und G4 machen. Der Springer noch hier. Dann ist Dame schlicht G4 kein legaler Zug. Sorry, diskutiere hier mit dem Chat, was passiert wäre, wenn ich G4 gespielt hätte. Springer G5, kein legaler Zug. So, ich denke, Schwarz muss hier schlagen. Dame schlägt und dann entweder D5 oder G6. Und Partie geht weiter, ist noch nicht so klar. Bin auch nicht sicher, ob Springer G5 objektiv der Beste so ist. C schlägt D oder B5. Oder Lauf F7. Es gab viele verlockende Möglichkeiten. Aber macht natürlich maximal Stress, Springer G5. Stress ohne Grund. Viele finden das nicht korrekt. Ich will auch nur ein bisschen Chess. G6 gespielt, verteidige den Springer. Was war mein Plan? Springer schlägt F7 war mein Plan. Ne? Stellung war auch nicht klar. Meine ich ernst? Also Springer schlägt F7, Dame H4 zum Beispiel. Schwarz hat durchaus Ressourcen hier. Aber wer Springer G5 sagt, muss auch Springer schlägt F7 sagen. So ist die Regel.
H4 muss ich ein bisschen überlegen. Ich den Turmschlag. Oder aber ich roch hier einfach König E7 Mauslip. Das wäre natürlich ärgerlich. War wahrscheinlich Mauslip, ne? Ich vermute, er wollte Dame E7. Was der Fairness aber auch nicht so gut gewesen wäre nach Läufer G5. Aber okay, es war eine gemeine Variante. Es war eine gemeine Variante. Ich teste hier meinen neuen Chessable-Kurs an Eddie. Spreng G5 Fragezeichen. Ich hab's befürchtet. Okay. Müssen wir gleich den Kurs noch ergänzen. Was tun gegen Springer H5? So. Also, Bauer E4. Läufer C5. Ich habe zuletzt zweimal Springer G5 gespielt, wo Schwarz auch Detailwissen braucht. Also ganz schlau von Eddie hier abzuweichen, Springer G5 zu verhindern. Bauer nach C3, der aggressivste Zug. Neben vielleicht Bauer nach B4, dem Evans Gambit. Ah, das gefällt mir nicht so. Bauer nach C3. Springer F6. Jetzt, wie gesagt, auf Top-Niveau wird hier meistens D3 gespielt. Und dann ein positioneller Kampf. Das hatte ich auch Eddie gesagt. Im Zweifelsfall den Bauern decken. Bauer nach D4 führt halt direkt zum Infight. Ich schlägt D4 aber richtig. Hier schon mal Lob. Zuerst hat Eddie häufig Läufer D6 gespielt in so einer Situation, was nicht gut ist. Ich schlägt D ist richtig. Und jetzt der Hauptzug ist Bauer nach E5. Und dann wird es kompliziert nach D5, Läufer B5, Springer E4. Das ist eine andere Theorievariante. Unter anderem in Wesley's Source-Kurs empfohlen. Aber B4. Als Überraschungswaffe bin ich Fan von. Führt zu sehr chaotischer Stellung. Nach Läufer E7 oder Läufer B6. Eddie hat Läufer B6 gespielt, wieder gut. Bau nach E5. Das ist immer noch der Plan. Und jetzt sind die beiden Hauptzüge für Schwarz. Bau nach D5 oder Springer nach E4. Beides führt zu großen Komplikationen. Eddie spielt Springer H5, was ich tatsächlich nicht auf dem Zettel hatte. Weil Springer am Rand nicht so gut. Aber ich befürchte, meine Wahl der Strafe war nicht optimal. Copy sagt A4. Ich keine Sekunde dran gedacht, um A5 zu spielen. Einfach hier Raum zu gewinnen. A4, D5, Läufer E2 sieht ein bisschen zurückhaltend aus. Ich habe dann so überlegt, Läufer steht F7, aber ich dachte, die Steuerung ist nicht so toll nach, wie steht F7. Springer Schach, König geht weg. Dame schlägt. Und Dame E7 oder Springer schlägt E5. Copy sagt Dame E7. Ja, gefiel mir nicht besonders. Ja, auch wenn es die Hoffnung gab auf König G6, Dame D3, König H6, Springer F7, Schachmatt. Was natürlich sehr hübsch gewesen wäre. Aber wollte ich nicht gamblen. Was mit Rochade? Rochade ist wahrscheinlich auch ein normaler Zug. Ja, Rochade ist auch ein bisschen besser. Aber kommt Schwarz halt zu D5 und es passiert nicht gleich was Schlimmes. Deshalb dachte ich hier Springer G5. Sieht interessant aus. Aber ich hatte ja schon leise Bedenken geäußert, ob das so schlau ist. Nach Springer schlägt E5 und kommt, wie gesagt, bleibt die Chance ausgelegen. Nach Springer E5 musste sein, überdeckt den Bauern auf F7 und macht Gegenangriff gegen den Läufer hier. Ich wollte hier schlagen, Dame schlägt H5. Jetzt kann er hier nicht schlagen, wegen Dame schlägt F7 Schachmatt. Und er kann nicht rochieren, wegen Dame schlägt H7 Schachmatt. Aber nach einfach Dame nach E7 ist Schwarz absolut im Spiel. Chaotische Stellung. Das pariert den Angriff hier, greift immer noch den Läufer an. Wenn ich weggehe, kommt D3 oder erst G6 und dann D3. Und es bleibt spannend. Also ich sollte hier auch hier, stehe ich hier nicht besser? Na, offenbar nicht. Also wäre eine sehr scharfe Stellung gewesen. Weiß versucht hier seine Initiative zu nutzen. Aber objektiv, Springer G5 von mir, kein guter Zug. Nietzsches zu Monster, gibt es mir wieder Fragezeichen. Bauer nach G6, logisch, deckt den Springer, aber es erlaubt mir den Einschlag hier mit Springer oder mit Läufer, der wahrscheinlich zu gemein ist. Ich habe mit Springer geschlagen, Läufer schlägt, sah auch gut aus. Und ich vermute, es war ein Mauslip von Eddie, er wollte Dame E7 spielen, statt König E7. Dame E7, Läufer G5, wäre, glaube ich, auch nicht gut ausgegangen. Ich dachte, der beste Versuch ist Dame nach H4. Wenn ich jetzt hier schlage, dann hier schlagen. Schwarz war ein Turm weniger, aber meine Figuren stehen ein bisschen verstreut und Schwarz relativ aktiv. Hier kann auch was passieren. Also komplizierte Partie. Das ist auch der Vorteil dieser Variante, dass man halt schnell Chaos aufs Brett kriegt. Ich bedanke mich und es war gut gespielt von Eddie. Ist super schwer natürlich am Brett auf sowas
zu reagieren. Was ja auch die Idee ist. Vielen, vielen Dank. Das war Partie Nummer, ich weiß es auch nicht, 85, 86. Es war eine weitere Partie.